So, weiter geht es, liebe Leute, bei Let's Play Soma. Da vorne liegt wieder eine Leiche, die jetzt hoffentlich nicht aufsteht. Okay, ich tue irgendwelche Schwankungen feststellen. Die scheint aber noch zu leben. Ich glaube, der lebt noch. Ah, da vorne geht's nach oben, alles klar. Okay, dann gehen wir doch mal ins zweite Obergeschoss, würde ich sagen. Da müsste ja jetzt theoretisch weitergehen. Weil hier unten haben wir soweit alles abgesucht. Ach du Kacke. Hier sieht es jetzt auch nicht unbedingt vertrauenserweckender aus. Aber gut, wir gehen jetzt halt einfach mal. Gut, hier geht es sowieso nicht weiter, das ist klar. Gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Hier kann man wieder einen Noteingriff vornehmen. Achso, Obergeschoss müsste man dann theoretisch nehmen, glaube ich. Ob das jetzt so eine gute Idee war, das bezweifle ich jetzt einfach mal. Okay, da hat einer anscheinend das Mittagessen nicht ganz so geschmeckt. Wie es aussieht, da hat Damatab nebenbei seinen Kopf verloren. Gucken, ob wir da Informationen kriegen, die normalerweise nicht. Weil die Informationen sind natürlich in den Köpfen drin. Und da die Köpfe ja nicht mehr da sind. Uah, na lecker. Kann man natürlich auch keine Informationen erwarten. Johann Ross was found dead on the climber this morning. The ARC team went down a couple of days ago, but I see no reason to suspect them playing a part in his death. The climber can't be operated from the abyss, so there was a scheduled retrieval. The climber returned with only the lifeless body of Alpha member Johann Ross. No traces of the ARC team. Cameron, Eames, Lansky, all studying the body inside containment. I'll follow up with whatever they find. Delenda Est. Okay, machen wir einen zweiten Bericht. The WoW has been getting more aggressive. Pushing all systems to their limits. Ironically, the dead Dr. Johann Ross would be the perfect person to ask why the WoW is making such a big buzz about his passing. After all, the WoW isn't supposed to mourn anything, and definitely not to mourn people. The system overload affects the staff considerably. Headaches, loss of sleep, unwarranted stress. And it seems to be getting worse. I could use some advice if you can get through. Delenda Est. Things are out of hand. The staff looks like they're about to explode. Every other person walks around with nosebleeds, and the rest keep wiping stains of blood from their eyes to keep them from overflowing. That's to do with the WoW trying to free Ross somehow, for sure. At this point, I wouldn't be surprised if the body just got up and left. Rally Herber, our dispatcher, has been snooping around asking questions she shouldn't. She says she's going down into the abyss to find Alpha. Okay, krass. Die scheint auch nicht mehr lange gelebt zu haben, nach dem Schrei zu urteilen. Okay, hier scheint die Küche zu sein. Hier gibt es aber anscheinend auch nichts Wichtiges. Nee. Vorne ist wieder so ein Teil, wo man uns heilen kann. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht beachten. Da unten waren wir vorhin. Da sind wir hergekommen, dann gehen wir mal in den Power Room. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Speicherpunkt ist schon mal sehr gut. Gibt's aber ansonsten auch nichts. Alles klar.
Scheint auch noch zu leben. Oh mein Gott. Das war ja so klar. Jetzt ehrlich gesagt doch keine Ahnung, ob wir da lang müssen. Alles zu. Jetzt sagen wir, gehen vielleicht mal ein Stockwerk hoch, oder? Oh mein Gott. Nach lang. Oh Gott, überall natürlich die Köpfe abgetrennt. Ach du heilige Scheiße. Rausgeschält. Oh Gott. Was kann man hier machen? In dem Raum kann man schon gar nichts tun. Alles zu. Gut, hier gibt es natürlich einen Knopf, wo man benutzen kann, aber der ist leider rot. Oh je, du. Aber hier ist doch noch was. Da sind wir jetzt schon ganz oben. Ich glaube ja. Da geht es wieder runter. Geht's auch nicht lang. Ha. Hier geht's auch nicht wirklich weiter. Es muss da irgendwo sein, wo dieses Viech da rumrennt. Es muss hier irgendwas in der Nähe sein. Hier gab's ja auch nichts. Nee. Hat doch irgendwas zu bedeuten. Hat das jetzt gebracht? Energiepal S3. Hochleistungsfähiger, wiederaufladbarer Lithium-Schwefeldioxid-Akku. Standard S3-Verbindung. Das ist doch das Teil, was wir suchen, oder? Der ist aber weg. Das ist schlecht. Das ist fest verwachsen, da bringt uns auch nichts. Wir müssen hier irgendwo diesen Akku finden, da vermute ich mal. Ja.
hier hinten der Ecke, oder? Ich habe keine Ahnung, ich würde mal sagen. Ja, ich traue mich halt auch nicht mehr. Das war klar. Ach du Scheiße. Der Akku zu sein, oder? Jetzt bloß weg hier. Oh. Heiliges Kacke, mein Rohr. Okay. Nee, ich bin da mal weg. Ach du Scheiße. Gibt's hier irgendwas, oder? Leute! Mir rutscht gerade das Herz in die Hose. Oh Gott, der Typ ist weg. Na klasse. War ja klar. Warum auch nicht? Warum denn auch nicht? Ist ja nicht so, dass man brauchen. Scheiße. Geht's ja noch runter. Okay, krass. Dann gehen wir doch mal runter. Ach du Kacke. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, Jungs. Ah ne, hier sind wir ja hergekommen. Aha. Hier wäre doch ein Anzug, wieso nimmt er den nicht, Mensch? Oh, hier waren wir noch nicht drin. Ganz unten waren wir noch nicht drin. Wahrscheinlich auch nichts gebrauchen. Das ist hier eine Leiche, klasse. Eine Art Untersuchungsraum. Oh Gott.
Okay, man muss hier irgendwas, wie es aussieht, machen. Das kann ja nur so sein. Nee, du musst. Alles klar. Scheint aber nicht zu reden oder irgendwas. Okay, es ist vermutlich das Teil, was wir noch gesucht haben. So, wir gehen jetzt mal hier lang. Oh Gott, hier leben alle noch. Ich krieg die Krise. Gott, das ist irgendwas Verschraubtes hat er dran. Okay, was kann man hier noch machen? Alles klar. Auf jeden Fall sehr viele Bilder von irgendwelchen, keine Ahnung, was steht da? Ein Tau found Alpha, take the Gel to Alpha. Bring das Gel zu Alpha. Steht da. Into the Abyss, take it to Alpha in the Abyss. Würde ich sagen, tun wir noch mal diese Audio-Player anhören. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Really, Herb, we're leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay, then. Stay safe. Immer diese komischen Störungen da teilweise da. Omicron, aber keine Ahnung. Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Look at that. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to pick us up. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right, heading into radio silence. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Wie gesagt, immer diese komischen Störungen, wo da teilweise auftreten. Oh, ich habe immer noch keine Ahnung, von was das genau kommt. Unable to connect. Lumar Relay out of range. Okay, das scheint es gewesen zu sein. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt vielleicht... Der hat gerade geredet. Dass wir jetzt eventuell mal zur Catherine zurückgehen. Da wir ja, denke ich, alle Sachen haben, oder? Ja doch, wir müssen zurück. Ok,
Okay, wieder Speicherpunkt, sehr gut.